Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. So, in der letzten Folge haben wir es ja endlich geschafft, die Schwellende See, glaube ich, mal abzuschließen und den Isilas Stab zu holen. Und jetzt werden wir in der Burg Lothric weitermachen. Die freue ich mich schon richtig. Und ich hoffe mal, dass wir hier gut durchkommen, wenigstens einigermaßen und nicht zu oft sterben. So, gehen wir jetzt lang. Geradeaus. Links. Ich glaube, ich gehe mal links. Das sieht einladender aus. Okay, einladend sieht es auch nicht aus, aber. Ich hoffe, dass wir hier gleich auch gleich ein Leuchtfeuer kriegen. Okay, da ist schon mal ein Item. Oh Gott, was ist das? Ah, hier gehen wir mal nicht lang. Wir gehen mal hier lang. Ich will eigentlich ein Leuchtfeuer. Ist hier oben vielleicht eins? Normalerweise ist doch in jedem Gebiet, wenn man starten tut, sofort ein Leuchtfeuer. Gehen wir mal hier lang. Okay, hier ist auch keins. Dann gehen wir doch rechts. Oder ist das Leuchtfeuer da unten? Na, schauen wir mal weiter. Der muss eben der Ritter, der dran glauben jetzt. Oder auch nicht. Oder ich muss dran glauben. Was hat denn der da? Morgenstern oder was ist denn das da? Komm mal her zu Papa. Ja, der würde es bestimmt bemerken. Stößchen. Stößchen. So, Ruhe. Boah. Ja genau, das Lichtblitz da. Ich glaube, das ist immer da, wo er hinschlägt. Detoniert es dann später. Kathedralen-Ritterhelm. Große Titanitscherbe. Schauen wir uns den Helm mal an. Ah, schwerer wie mein jetziger. Aber ist eigentlich in jedem Wert besser. Setz den mal auf, wie der aussieht. Ach du Scheiße, sieht aus wie ein Top. Hast du einen Topf auf dem Kopf? Ach, raus mit dem. Sieht geil aus. Okay, haben wir auf jeden Fall mal ein Estus. Okay, hier ist ein Fahrstuhl. Boah, okay. Da wäre es gleich weitergegangen. Oh mein Gott, was ist denn das? Da bin ich ja gleich vergiftet. Jetzt mal schauen, wieder. Ah! Garten des verzehrten Königs. Aber warum, was ist denn da unten gewesen? Warum habe ich da sofort Schaden bekommen? Ach du heilige Maria, Mutter Gottes. Oder ich krieg nur auf dem Boden da unten den Schaden. Sieht giftig aus. Esso-Scherbe, sehr gut. Dann sind wir schon bei 13. Aber hier sieht es aus, als wenn es ja gar nicht weitergehen würde. Ja doch, hier. Oh mein Gott. Kann ich den wegsnipern? Das sieht nicht einladend aus. Ja,
Will er unten reinrennen, oder? Ja, war ja klar. Dass man ja nicht trifft. Die Rille, ich snappe den komplett weg. Dauert zwar ein bisschen, aber ist mir egal. Ja, komm. Geh du mal weiter, komm. Papa muss auf dich schießen. Da werde ich wirklich mal meine Pfeile upgraden. Warte, ich habe noch einen Feuerpfeil, glaube ich, auch. Brandpfeil, genau. Schauen wir uns mal den an. Vielleicht ist ein bisschen mehr Schaden. Brennen! Ah, scheiße. Ich glaube, das ist fast besser. Ekliges Vieh. Stirb. Jetzt aber, oder? Mei. Noch ein Schuss. Geht doch. So. Ich glaube, dass ich in dem Nebel da Schaden krieg. Titanitbrocken, sehr gut. Den brauche ich ja für mein Schwert, dass ich das weiter upgraden kann. Ich hoffe mal, dass hier nicht noch so irgendwie so ein ekliges Vieh rumrennt. Ich glaube, ich muss ganz schnell auf die Erhöhung da. Genau. Schau mal, ich glaube, das ist Vergiftung, da brauche ich. Ja, die habe ich eh dabei. Oh, das kreucht und fleucht hier alles. Da ist wieder so ein komischer Riddy. Na, komm her, Riddy. Zeig mal, was du drauf hast. Komm, komm zu Papa. Komm her zu Papa. Komm her. Backstep, Baby. Stößchen. Okay, mal weggehen. Von den Dingern da. Okay, alles klar. Oh, gut, Titanitscherbe. Ist echt fies, gell? Was sind denn hier noch von den ekligen, komischen? Da ist einer, da ist einer. Alter Schwede. Das hilft nicht. Ich würde zwar hier bestimmt wieder hochkommen. Ah, geh wieder nicht, war klar. Oh Gott, ich werde sterben. Ich werde sterben.
Alter Schwede! Alter! Oh, und dann. Okay, die sind hart. Okay, ich brauche auf jeden Fall meine Seelen wiederholen. Mit den hier erstmal wieder umkloppen. Alter! Kommt ihr mit hier oder was? Okay. Jetzt werden wir den wieder wegknallen da. Und zwar mit dem Bogen. Aber dann treffe ich den da hinten auch. Stirb doch endlich. Tschüss. Okay, wieder Luke lassen. Scheiße. So. Ich müsste den irgendwie. Hä? Geht's ja auch noch lange, oder was? Da ist der Fahrstuhl. Treffe ich den anderen vielleicht irgendwie von hier? Das wäre mal richtig geil, wenn ich den treffen könnte.
Ah, getroffen. Dann komm her. Ah, komm her zu Papa, komm her. Komm her. Ach, der kommt nicht, sein Scheiß. Ah, ich glaube, ich kann den nicht hier abholen. Na, wahrscheinlich, wenn ich runterspringe jetzt, dann kommt der. Wie gesagt, keinen Bock auf die. Was ist der blöde Ritter? Mal eine Estus nehmen. Ich muss jetzt irgendwie schauen. Wenn ich da irgendwie vorbeikomme. Irgendwie. Irgendwie da oben durch oder so. Ich muss keinen Plan, wo es hier hingeht. Das ist das ganze Problem. Wenn man da vorne rein. Vielleicht, der mich gar nicht sieht. Okay, hier ist ein Fahrstuhl. Schon mal gut. Bloß kein Plan, wo der hinführt. Das sehen wir jetzt aber gleich. Schauen, ob es hier noch versteckte Stockwerke gibt. So, wo bin ich jetzt? Unten sehe ich diese Viecher von hier oben irgendwie? Na. Wo bin ich denn? Das ist ja Wahnsinn, wie groß es ist. Krasses Gebiet. Boah. Okay, da sind wieder so eine Viecher. Und auf jeden Fall mal den Loot. Die Tenitschuppe.
Glaub, die kenne ich aus Bloodborne noch, wenn es das gleiche ist, weil da nämlich immer wieder Gegner nachspawnen dann, wenn man die nicht gleich killt. Also könnt ihr mir auf jeden Fall vorstellen, dass es so ist, wenn der so eine komische Glocke da in der Hand hat. Titanitbrocken. So, jetzt ein Shortcut mit Sicherheit, aber kein Plan wo. Ah! Jetzt habe ich einen Plan wo. Sehr geil. Sehr geil. Okay, ich schau mal. Ich werde auf jeden Fall jetzt zurückgehen und werde ein Level machen. Also ein Level aufleveln, bevor ich hier die ganzen Seelen verliere. Habe ich keinen Bock drauf. Und ich glaube, ich werde das mal in Belastbarkeit rein skillen. Welcome home, speak. Aufsteigen. Then touch taken. Dass ich dann ein bisschen mehr tragen kann. Oh, ich kann ja nicht weiter. Da muss ich ja noch. Farewell, Ashen Muss ich ja noch Seelen nehmen. Dann müsste eigentlich mal schauen, wie viel die hat. Okay, reicht noch nicht. Und noch 5000, also nehme ich noch 2. Dann müsste es eigentlich reichen. Genau. Welcome. Very well. Then touch the dark Hignari. So, und Belastbarkeit einer rein. So, gut, Leute, wie es dann weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Jetzt haben wir ja schon mal den ersten Shortcut geöffnet. Sehr gut. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Andi.